Morgen zusammen. Hier ist mal wieder euer kleiner Streamkeks. Heute nur mal ganz kurz. Unsere Frau Birella hatte, ja, wie soll man sagen, so einen kleinen Wahnanfall. Ne? Sie möchte jetzt ganz gerne mit Gewalt drohen. Sie hatte gestern zwei Videos hochgeladen, welches ich mir mal mit euch zusammen anschauen möchte. Nur das erste wäre dieses hier. Da hören wir doch gleich mal rein. Oh, Gerella, hör zu. Ich will wirklich keine Drohungen machen oder Angst machen. Aber ich habe da schon Menschen, was wollten, wenn die jemanden sehen. Oh. Aber sie hat Menschen. Sie hat also Leute. Diese Menschen schlagen. Die wollen denen ins Fresse hauen. Ohne Schmäh. Also bitte passt da wo ich auf, so. Es handelt sich nicht um Polizei. Frau Birella, wenn man solche Aussagen macht, von wegen man hat Leute, die andere Leute schlagen, ne, und auch wenn man es schön verpackt, von wegen, das ist ja nur eine Warnung, somit ist das trotzdem Aufforderung zur Gewalt. Ich weiß nicht so genau. Ne, in Ihrem zweiten Video haben Sie ja auch noch etwas ganz Tolles drin, ne, welches dann doch ein bisschen offensichtlicher ist. Ne, das können wir uns ja auch mal gleich anschauen. Kleinen Augenblick. Da gehen wir doch mal dahin. Ja, das haben übrigens Sie gepostet, ne, Frau Birella. Hier steht ganz eindeutig, soll denen ins Punkt, Punkt, Punkt hauen. Das ist eine Aufforderung zur Gewalt. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, in Ihrer Situation jetzt tatsächlich zu Gewalt aufzurufen. Ich weiß nicht, ne, ob das so pfiffig ist. Ne, aber ja, manche Menschen sind halt ein bisschen seltsam, ne, und drehen anscheinend jetzt völlig durch. Ne, in ihrem gestrigen Stream war nicht wirklich viel zu sehen. Ne, das Einzige, was halt zu sehen war, war G-Style, ne, der nochmal versuchen wollte, da irgendwas zu regeln, ne, weil sie ja immer noch der Meinung ist, dass bei Psychorella unten die unterste Leiste tatsächlich, ja, Wetten sind, ne, dass das ein Wetboard ist, quasi, ne, ein Board, wo Wetteinsätze zu sehen sind. Da wollte er Sie wohl noch mal ein bisschen aufklären. Wir können uns ja die paar Sekunden auch noch mal anschauen. Denn sie ist dann sehr unsanft offline gegangen, wonach sie dann ganz kurze Zeit wieder online gekommen ist und hat wieder ihre Platte abgespielt, von wegen, ja, ne, wenn ihr nur so wenig auf mich wettet, dann werde ich nicht matchen und werde nicht in die Rangliste und halt das Übliche. Ne, diese Frau hat definitiv immer noch nicht verstanden, was bei ihr überhaupt passiert und vor allen Dingen, was mit ihr passiert. Aber schauen wir doch da auch noch mal kurz rein, was diese Frau hier so alles so von sich gibt. Mal schauen, mal ein bisschen vorspulen, bis wir tatsächlich auch an die Stelle kommen, wo G-Style auftaucht. Ich hoffe, der Ton Hi, passt. Birella. Hi, alles gut bei dir? Ich habe das Drachengame komplett verstanden. Ich Ja. weiß, wie Oh. man daraus Cash rausholt, nur ich habe die falsche Community.
Genau, sie hat das Drachengame komplett verstanden. Ne, sie weiß, wie man Geld verdient, indem man, so lustig sich das anhört, man muss tatsächlich alle Follower sperren und blocken, ne, was sie auch gestern getan hat, ungefähr um die zwischen 300 und 400 hat sie geblockt. Ne, sie hat aber wohlgemerkt nur reale Menschen geblockt und nicht die gekauften. Ne? Sie hat ja einen Haufen gekaufte User bei sich drauf, ne? Usernummer, tralala und so weiter und so fort. Ja, ihr wurden ja 500 User gekauft. Die hat sie tatsächlich gelassen, aber alles andere hat sie geblockt. Ne? Genauso wie sie auch CampingDude und alle ihre Top-Supporter geblockt hat. Ne? Und das nennt man dann, man hat das Drachengame verstanden. Ja, das hast du ja gemerkt langsam, ne? Dauert ja ein bisschen auch. Ja, aber ich, solange die aufschaust, solange die auf, wir auf YouTube sind, ich sehe ganze, ich habe im Casino gearbeitet, das weißt du. Ich sehe ganze Einsätze, ich sehe die Supporter, ich sehe alles. Ja, ich frage mich immer noch, was für Einsätze. Ne? Das Einzige, was ich bei Psychorella sehe, sind Leute, die den Tag etwas gespendet haben, und zwar Frau Birella ihnen gespendet haben, und ich sehe, was monatlich gespendet wurde. Ich sehe hier aber keine Einsätze. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wo diese Einsätze sein sollen. Ich kann das in viel mehr umwandeln als diese Leute hier. Ja, das Problem ist nur, dass du keine Reichweite mehr hast. Das ist das Problem. Du hast halt keinen Stuhl mehr, wo du drauf sitzt. Na, Doch, und. doch, 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 aber das weiß keiner. Genau, das ist nämlich ein Riesengeheimnis. Ne? Sie hat ja noch eine Riesen-Community hinter sich. Ne? Das sind dann diese Bots, die sie halt noch nicht gelöscht hat. Da. Das Nur. bleibt, solange diese extreme Hater noch da sind, das bleibt noch alles im Geheim. So. Und wie geht's dir? Mir geht's gut, wie immer, du weißt, ja, arbeiten. Sie hat einen geheimen Illuminati-Plan. Ja, bei mir hat sich nicht viel geändert. Nicht wirklich viel. Tut mir leid für damals, aber du weißt, wie ich bin. Wenn mich einmal jemand falsch Dings geht, dann ich schieße auf alle. So. Genau, wenn jemand falsch Dings geht, dann macht sie Bo Entschuldigung. Du kennst mich. Ich kenne dich ein bisschen da. Ja. Weißt du, ich hoffe immer noch, weißt du, tief in meinem Herzen und tief in meinem Glauben, ja, dass du irgendwann einfach Entschuldigung sagst. G-Style, das wird niemals passieren. Die Frau ist ganz einfach nicht mehr in der Lage, sich in der Realität überhaupt zurechtzufinden. Ne, sie ist in ihrer eigenen Welt gefangen. Ist schlimm, ganz außer Frage, aber diese Frau braucht auf einer anderen Ebene Hilfe. Ne, da kann weder ein Reactor, noch ein Kritiker, noch ein ehemaliger Freund etwas tun. Ne? Also die Zeiten sind schon lange vorbei. Weißt du? Und Nein, guck mal, wenn du bei mir bist, bist du unbesiegt, Gistel. Da gebe ich die Regeln. Und ich habe die Drachengames so verstanden, weil das ist einfach nur Casino. es hat nichts mit Geldverdienen zu tun. Drachengame hat nichts mit Geldverdienen zu tun. Definitiv nicht. Ne? Auch wenn die großen Reactor und die großen YouTube-Kanäle, die sich mit dem Drachen beschäftigen, Geld damit verdienen. Aber das steht nicht in erster Linie. Ne? Das steht nicht voran. Voran steht tatsächlich, den Herrn Drachenlord von allen Plattformen zu kicken. Ne? Ihn runterzukriegen, raus aus dem Netz. Das Gleiche gilt mittlerweile für mich zumindest. Ne? Ich habe ja kaum was mit dem Drachen irgendwo auf meinem Kanal, hin und wieder mal. Aber das Gleiche gilt für Sie, ne, was mich angeht, und auch für den Kristallprinzen.
Du hast es nicht verstanden, Mädchen. Ne? Und ich glaube auch, du kannst es gar nicht mehr verstehen. Ja, aber du bist nicht mehr im Und ich brauche Drachengame. Das nur richtige Community, nur richtige Community. dauert, das braucht Zeit, das weißt du, das muss man Und sich ich weiß, aufbauen. ja. Das Ding ist nur, dass du nicht mehr im Drachengame bist, wirklich, weil der Drache. Richtig, G-Style. So, sie ist schon lange aus dem Drachengame raus. Schließlich wurde sie auch vom Drachen geblockt und der möchte eigentlich auch nichts mehr mit einer, ja, wie soll ich sagen, verrückten Frau zu tun haben. Mit dir nichts mehr zu tun haben möchte. Das ist Fakt. Weißt du, das Das weißt du auch. stimmt nicht. Das stimmt nicht, Gistel. Ich bin mit Drache in Kontakt. Und wenn die Hater weiter so tun, werden die machen diese Übertragungen auch mit ihm. Ja, ich bin nicht dumm, ich sehe alles. Ja. Aber weiter kann ich dir nicht sagen, so. Nein, alles gut. Ich will auch gar nicht große Informationen haben. Ich Ja? habe mir das jetzt angeschaut. Dein zweiter Account ist ja auch dann gegangen. Genau, mittlerweile sind zwei Accounts gegangen, ne? Und nach gehen dann die restlichen Accounts auch. Vor allen Dingen, wenn sie weiterhin solche Videos, wie wir am Anfang gesehen haben, macht, ne? Mit Gewaltaufrufen, ne? Dann verschwinden diese Accounts relativ schnell. Und diesen Account werden sie dir auch weiter nehmen. Ja, das wird alles irgendwann dann so zu Ende sein, dass du da wirklich nicht mehr existieren wirst. Ich weiß auch nicht, ob die dir das verzeihen, was jetzt so alles passiert. Da Nein, ich regle das Spiel. Verstehst du noch immer nicht, Gistel? Wenn ich will, ich gehe jetzt ins Match und die verlieren jede Match. Wenn die aber richtig einsetzen auf die richtigen Supporter, die gewinnen jedes Match. Aber das interessiert doch keinen mehr. Das ist doch diese Leute, weißt du, leider, ja, weil eigentlich bist du, wie ich dich kenne von früher, weißt du, hast du auch ganz andere Sachen gemacht. Du erinnerst dich vielleicht an Gökhan, weißt du, diesen Behinderten, wo du da wirklich auch eine andere Person warst. Die Zeit bevor das alles Aber passiert ist, ja. Gisela, hätte dir sowas passiert, deine komplette Rufmord? Oh mein Gott, diese Frau versteht nicht, worum es geht. Diese Frau versteht nicht, dass es gar nicht um Geld geht hier. Das versteht die Frau nicht. G-Style versucht hier tatsächlich, sorry, mit Ruhe, ihr irgendwas zu erklären. Aber G-Style, falls du dieses Video sehen solltest, dieser Frau kann man nichts erklären. Ne, die Zeiten sind einfach vorbei. Ne, die Frau ist, um es mal relativ salopp zu sagen, diese Frau ist durch. Ne, die ist wirklich durch. Verstehst du? Weißt du, Das verändert dich. vor 4 Wochen, 4,5 Wochen her ist es, ja, wo wir noch zusammen Ja. Geburtstag gefeiert haben. Du erinnerst dich noch, wo du mit Und meiner Tochter. alle anderen habe ich einfach. Die Hater sind eh schon viel weniger, siehst du, eh? Jetzt haben wir ziemlich. Genau, die werden immer weniger. Mädchen, es wird nicht weniger. Nein, es verlagert sich vielleicht, aber es wird nicht weniger. Wenig Zuschauer hier und das Ja, wird immer weniger. Die Pakete sind immer billiger, weil auch billiger. Alles, die haben kein Cash mehr mit mir, weil ich habe das System durchgecheckt. Ja, aber die. wir wollen gar kein Cash mit dir. Das interessiert uns gar nicht. Das interessiert keinen Reactor, das interessiert keinen Hater, das interessiert auch nicht die Bubble. Es interessiert uns, dass du verschwindest von der Plattform. Dass du endlich in Behandlung gehst, das interessiert uns. Ihr Ziel erreicht. Du verdienst jetzt nichts mehr auf TikTok. Ja, es ist die Wahrheit, das weißt du auch selber. Und die werden auch Ja, weiterhin dafür stimmt. sorgen. Aber guck mal, ich habe mich schon in paar Videos, sei nicht dumm, ich habe mich schon in paar Videos geäußert. Ja. Ich bekomme von Birella Backup und Birella normale Account Ja. alles zurück bis zum Cent. Nicht Ja. einmal den TikTok-Preis, den Aber auch gesamten Preis. aber für welchen Preis? Dafür hast du deinen PayPal-Account zerstört. Richtig. Der PayPal-Account ist weg. PayPal wird keine Geschäfte mehr mit dieser Frau machen.
So, das ist eine Sache, die jeder machen kann. Jeder kann eine Rücklassschrift Nein, das hat zurückziehen. die Bank so Ja, gemacht. ich weiß, dass es funktioniert, weil die Bank war metikulant und hat im Endeffekt das Geld, was vom PayPal an TikTok bezahlt worden ist, zurückgegeben. Das kann Genau. man, das kann man auch mit Casino. Im Casino geht das auch, wenn du zum Beispiel Geld verlierst. Manche Banken geben dir das sogar zurück. Das ist so ähnlich. Das hast du gemacht. Dafür ist aber dein PayPal-Account jetzt natürlich nicht mehr aktuell oder halt im Minus. Das weiß ich auch. Also das weiß ich. Richtig, mit diesem PayPal-Account kann diese Frau nichts mehr machen. Ne? Und wenn diese Frau so weitermacht, dann wird TikTok sich irgendwann ebenfalls an sie wenden und sagen, hier, Mädchen, ne, nö, mit dir nicht mehr. Und deswegen bist du auch ein bisschen in Bredouille. Das Problem ist aber nicht mal das. Ja, das Problem ist einfach, Warum dass suchst du. du Probleme? Such lieber Lösungen. So, Ja, diese Leute ich sind geb dir eine auch Lösung. Soll ich dir eine Lösung geben? Komm, ich gebe dir jetzt ja. eine. Ja, ne, und das war's dann. Ja, sie hat dann ihren guten Freund quasi nicht mehr angenommen, weil Lösung möchte diese Frau nicht. Ne? Sie lebt, wie gesagt, in ihrer eigenen Welt und dort möchte sie auch bleiben. Gut, so viel also zum gestrigen Abend oder heute zum gestrigen, zum heutigen Morgen. Mehr gab's eigentlich bei Frau Berela nicht. Ne, sie wird also, ja, ne, sie taucht immer tiefer in ihre eigene Welt ein und möchte ganz einfach die Realität nicht mehr sehen. Ne, diese Frau braucht definitiv Hilfe. Ne, das sehe ich zumindest ich so. Aber okay. Ne, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal, euer kleiner Streamkeks. Bye bye.